Mann. Da hilft ja nichts. Und zwar wie? Zwei Werwölfe? Zwei Werwölfe, ein Kobold. Oh je, ich habe ein bisschen Muffen. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Judgment Apocalypse Survival Simulation. So, ja, wir sind von unserem Mega-Raid zurück. Ich bin voll begeistert. Wir müssen allerdings auch bald mal einen Weizenbauernhof bauen. Und zwar brauchen wir dazu Bretter. Wir können auf jeden Fall jede Menge Bretter gleich herstellen, wenn denn erstmal jemand damit anfangen würde. So, wir haben hier Sichtweite, wir haben einmal Baugeschwindigkeit, wir haben Förder- und Abbaugeschwindigkeit. Ich würde dem Brandon tatsächlich dann erstmal Bergbau geben. Würde ich jetzt mal sagen. Würde Sinn machen. Wir haben 55 Wasser, das ist auch okay. Das scheint aktuell keiner zu priorisieren. Das ist in Ordnung, das kann jemand abbauen. Wunderbar. Ja, läuft, läuft. Können wir erstmal warten, bis die alle sich wieder einigermaßen erholt haben. Gerade der Brandon und die Bertha brauchen etwas Erholung, auch die Jenny. Ich frage mich, was das hier ist da oben. Priesterin? Lebenskünstler? Ah, keine Ahnung, keine Ahnung. Und vor allem, was ich noch brauche, die Milan braucht nämlich noch eine Waffe. Ist eine Kämpferin. Ich würde ihr tatsächlich dann einen Schlagstock geben. Und dann brauchen wir auf jeden Fall für 4 Angreifer erstmal 4 Outfits. Guck mal, wie viel Schrott wir jetzt haben. Ist das nicht geil? Ist das nicht geil? Voll cool auf jeden Fall. Und wir haben auch schon wieder richtig viel Nahrung jetzt. Also ich glaube, schneller wie Stufe 2 brauchst du das, glaube ich, nicht machen. Das reicht dann, glaube ich, auch. Okay, der Brandon arbeitet. Alle sind am Arbeiten. Das passt. Wir können inzwischen mal auf der Weltkarte schauen, was wir sonst noch haben. Hier gibt es Holz. Das ist jetzt nicht ganz so wild. Bauernhof. Hier haben wir Schrott. Schrott. Schrottholz. Schrottlehm. Schrottlehm ist vielleicht ganz interessant. Allerdings sind da halt natürlich Beine in sich. Ja, ja, ist recht. Habe ich keinen Stress damit. Vielleicht hat sie die Waffe jetzt schon fertig. Ja, hier. Rüstung. Jenny bekommt auch eine Rüstung. Brandon. Stellt die Rüstung gerade her. Okay. Weil die müssen erstmal pennen. Ich brauche unbedingt dann weitere Betten. Aber ich brauche für Betten Wolle. Und ich weiß noch nicht, wo ich Wolle herbekomme. Ich kann hier mal schauen. Wasserkonservierung. Schalte Bauernhöhe, Krankenstation. Ihr werdet angegriffen. Ja, ja, ja. Ist okay. Ist in Ordnung fürs Erste. Genehmigt. Diesmal schon 4 gleichzeitig. Oh je, oh je, oh je. Mit dem Feuerkobold ist auch dabei. Das heißt, ich würde erstmal meine 2 Leute auf den Feuerkobold schießen lassen. Wenn die in Reichweite kommen. Okay, die Bertha kann bitte auch angreifen. Wollte ich nur mal so sagen. Alle angreifen. Zum Angriff. Okay, da ich natürlich schon einige Leute hier habe, ist natürlich der Angriff nicht so schlimm. 19 Erfahrung hat die bekommen. Geil. Check. Passt auf jeden Fall. Wir können es wieder auf 2 laufen lassen. Mich würde trotzdem interessieren, wo kriege ich Wolle her? Das kann ja nur... Wo kommt es her? Wo kriege ich Wolle her? Vielleicht von Tieren? Tieraufzug, das kann sein. Schafbauernhof. Dann sollten wir uns vielleicht darum kümmern. Als nächstes, weil das kostet alles ewig. 60, 120 Krankenstation. Ja, dann wird man tatsächlich als nächstes Tieraufzug machen, damit wir Wolle kriegen, weil das hat sonst keinen Sinn mit unseren Betten. Wir brauchen mehr Betten. Mehr Betten braucht das Land. Was kann man noch? Weizenbauernhöfe können wir jetzt endlich bauen. Und zwar baue ich da einen hin. Ein Heim bauen? Nein, weil ich mehr Bretter brauche. Kann ich dauerhaft einfach mal Bretter herstellen. Wieso macht das eigentlich immer der Brandon? Kann mir das mal jemand sagen, warum das immer der Brandon macht? Wieso macht es nicht der Timmy? Ich würde es dem Timmy machen lassen wollen.
Timmy kann halt auch tausend andere Sachen zuerst, ne? Bäume fällen. Natürlich, verstehe ich natürlich auch, aber... 90% Bäume fällen. 60% okkulte Forschung, Jenny! What the hell? Und fördern. Ich soll tatsächlich das nach vorne alles setzen, ne? Das macht mehr Sinn. Alles, was die hier Prozente haben, Plusprozente haben, soll ich nach vorne stellen. Aber das macht, glaube ich, so mehr Sinn. Wasserknappheit. Ich brauche aber trotzdem einen. Ja, ich bin ein Idiot. Ich brauche trotzdem einen, der auf jeden Fall das relativ permanent macht. Und da würde ich tatsächlich die Börter nehmen. Weil Holzfällen jetzt nicht ganz so wichtig ist. Wie viel Holz haben wir denn? Holz. Holz, Holz. Wo ist Holz? 9. Okay, wir haben kein Holz mehr. Eureka. Manche behaupten, dass einem schnell mal etwas einfallen kann und dass es nur auf die Ausführung ankommt. Ich habe 50 wissenschaftliche Forschung. Okay. Stehe. Holly spricht manchmal, wenn ihr träumt. Meistens ist es nur Unsinn, aber heute hat das Gemurmel zu einem wissenschaftlichen Durchbruch verholfen. Cool. Chaka, Tieraufzucht. Okay, das heißt Schafbauernhof. Wir brauchen Ziegel. Oh Gott, wir brauchen Ziegel und Weizen. Dazu muss ich natürlich erst die Ziegelverarbeitung herstellen. Ziegelbrennerei. Ich brauche einen Schmelzofen. Heilige Mutter. Heilige Mutter, heilige Mutter. Oh je, oh je, oh je. Also es ist echt ein riesen Forschungsbaum. Eines ist vom anderen abhängig. So. Chop, 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 chop. Okay, wir haben ja genügend Leute, die das irgendwie halbwegs gut gebacken kriegen. Die Wörter macht es auch. Okay, wunderbar. Läuft auf jeden Fall. Vielleicht würde ich mich jetzt dann demnächst Richtung Wasserstelle begeben, wenn wir da eine irgendwo haben. Nein. Wir haben hier nirgendwo etwas, was wir angehen. Hier. Hier unten am Bauernhof. 3 Kobolde und 3 geringe Dämonen. Oder wir gehen Richtung Stadt. Stadt finden wir Kräuter, Konservennahrung. Da sind allerdings auch Geister, Höllenhunde, Besessene. Oh Gott, da gehen wir erstmal nicht hin. Hellplatz. Ach, da wird es also richtig hässlich da hinten. Hier ist alles noch relativ harmlos, aber da unten wird es richtig hässlich. Eieiei. Eieiei. Wie sieht's aus? Das Bretter hat jetzt relativ viel hergestellt, deswegen habe ich auch kein Holz mehr gehabt. Kann aber weiter, pass mal auf, ich kann hier weiter Holz wegruppen. Das macht Sinn. Das macht durchaus Sinn. Und was wir dann als nächstes machen werden, die Steine hier weghauen. Dann als nächstes ein bisschen Lehm holen. Ich weiß, das sind wieder zu viele Bauaufträge, aber die verteilen es ja Gott sei Dank relativ cool nach Prioritäten. Deswegen mache ich mir da jetzt keine Gedanken. Apropos Prioritäten. Wir sind fast wieder voll. Fast nur deswegen, weil die noch nicht voll sind. Aha, was für eine Logik. Ja, das macht, glaube ich, Sinn. Nee, das macht keinen Sinn. Macht tatsächlich keinen Sinn. Das Fernglas sollte einen Nahkämpfer bekommen, und zwar die Milan. 90, 100, 100. Querystone. So, okay. Ja, die sind alle ziemlich beschäftigt. Ja. Können sie erstmal machen, ne? Ich weiß, das ist total übertrieben, aber ich will die erstmal weghaben. Ich will hier noch einen Weizenbauernhof hinstellen. 2 Weizenbauernhöfe machen Sinn. Außerdem kann ich einen Herd hinstellen. Oh, ich kann einen Herd bauen. Dazu brauche ich wieder eine neue Blockhütte. Haha. Die ich hier hinstellen werde. Haha. Haha, haha, sehr cool. Sehr gut, läuft doch. Läuft doch. Läuft wunderbar. Wir sind bald wieder voll. Milan. Milan, Bertha. Ich würde jetzt nochmal losmarschieren. Mache ich jetzt auch. Und zwar, was sind meine Minotaurs? Ich würde da lassen. Den. Also mitkommen tut auf jeden Fall die Milan. Ich würde die Jenny mitnehmen. Den Brandon lassen wir hier. Und die Holly und den Timmy nehmen mit. Genehmigt. Oder nehmen wir noch mal einen mehr mit? Nee, komm, das reicht. So, wo gehen wir hin? Ich würde sagen, wir gehen hier zum Bauernhof runter. Feuerkobold, wir gehen hier Stück für Stück vor. Und zwar
erst hier, da kriegt man nämlich Holz und Schrott. Und dann gehen wir hier runter. Geringer Dämon Kobold. Dann gehen wir vielleicht zum Einkaufszentrum und dann gehen wir hier runter. So Schnitter möchte ich jetzt erstmal noch nicht begegnen. Geringer Kobold, Feuerkobold, das lassen wir erstmal. Bauernhof. So, auf geht's zum Angriff. Wieder die grandiose Musik. Check. Hier ist nochmal ein geringer Kobold. Check. Kobolde und geringe Kobolde. Okay, die haben mich nicht gesehen. Das passt. Milan, hallo? Hallo? Angriff, Angriff! Passt. Sehr schön. 13 Holz, 26 Schrott. Macht auf jeden Fall Sinn, das hier so zu tun. Mit diesen Raids. Weil man bekommt einfach viel, viel schneller Materialien, als wenn man sich irgendwo in der Basis vergräbt und einfach nur. Wäre wahrscheinlich die sichere Variante, aber scheiß auf sicher. Wir greifen erstmal an. Wir greifen an. Hier ist der geringere Dämon zum Angriff. Immer erst die Feuerkobolde ausschalten. Die machen nämlich von der Range so viel Damage, während ich mich halt um diesen anderen Dämon halt kümmere. Zack, 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 zack. Das mit den Rüstungen ist ziemlich cool. Die nehmen fast kein Damage. Das ist sau cool. Weiter. Nahrungsmäßig schaut es noch ganz gut aus. Schnitter, Höllenhund. Oh, ich hab voll Bammel. Ich das erste Mal dahin gehe. Gut, das ist jetzt hier relativ easy abfarmen. Sprach's und starb eine schreckliche Todes. Nein, hier. Geringer Dämon, kommt, da kann man Vollgas angreifen jetzt hier. Auch wenn das jetzt vermeintlich ziemlich viele sind. Ja, passt. Nein. Dann machen wir den auch noch. Wie viel sind das? Es geht auch noch von den Gegneranzahlen. Da finden wir noch ein bisschen Schrott. Dann würde ich mich hier nach ein bisschen da oben begeben und wieder zurücklaufen, weil ich einfach wissen will, was hier oben noch ist. Karten sind auch random generiert, oder? Kann das sein? Keine Karte, die gleich aussieht? Kommt mir zumindest so vor. Wobei die Karte halt nicht wirklich im Fokus liegt, ja. Ich könnte mir vorstellen, wenn ein Game Studio das relativ. Okay, das sind mehrere Feuerkobolde. Oh je, das sind ziemlich viele Feuerkobolde. Ich kann mir vorstellen, dass ein AAA-Studio, wenn es das adaptieren würde, relativ gutes Spiel verkaufen könnte. Kann ich mir vorstellen. Denn dieses Prinzip ist ziemlich cool mit diesen Raids, ja. Die Kämpfe könnten so sein wie bei XCOM. Bisschen taktischer. Aber das würde, glaube ich, alles nur zu lange dauern. Halt, wir gehen ja erst hier rüber. Halt, stopp. Wir gehen erst hier nach oben. Einfach nur, weil ich wissen will, was da oben ist. So, was gibt's hier noch? Hier gibt's einen Bauernhof, hier gibt's Industrieanlage, Wohngebiet. Was ist das? Ein Höllentor. Ach du heilige Mutter. Ach du heilige Mutter, ein Höllentor. Ach du heilige Mutter. Da ist ein Höllentor. Oh, was? Wie Höllentor? Du bist Diener der Hölle. Ja, mir schon klar. Höllentor. Verdammte Axt. Verdammte Axt. Ein Höllentor. Jetzt sind wir alle da? Ja, okay, passt. Einer, der Hilfe benötigt. Ja, grandios. Wo hier unten? Ich war gerade da unten. Ach, Mann. Da hilft ja nichts. Und zwar wie? Zwei Werwölfe? Zwei Werwölfe, ein Kobold. Oh je, ich habe ein bisschen Muffen. Aber wir brauchen mehr Leute. Mehr Leute sind wichtig, glaube ich. Sonst macht das Spiel. Ich glaube, man braucht wirklich ziemlich schnell ziemlich viel Überlebende. Aber bisher, muss ich sagen, läuft's ziemlich gut. Ja, von Tag 7.
haut rein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen an der Stelle wieder und wir sehen uns bald wieder in der nächsten Folge. Macht es gut, haut da rein. Ciao, ciao.